Und ich höre schon, so als würde ich sabbern oder sowas. Alles klar. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zum zweiten Teil. Diesmal mit Lea. Und Leon stellt die Fragen. Und zwar, ja, wie letztes Mal. Wir kriegen eine Frage gestellt. Und der Gewinner kann aufstehen. Und der Verlierer muss sitzen bleiben und Pepperoni essen. Geil. Oh, jetzt werde ich fokussiert, Mann. Jetzt, oh, okay, ich überlasse es einfach. So, mit der Hand so dahinter. Oh. Ja. Die Dinger, ich finde die so widerlich. Ich muss kurz anmerken, er isst viel scharfes Zeug und Leon auch. Ich nicht. Sie anscheinend auch nicht. Und das wird scheiße. Nein! Die Fragen sind alle so einfach. Jetzt gibt es das nicht, ne? Ja, scharfe rote Chilischoten. Ne? Okay, ich bin nicht im Hintergrund. Sehe ich gut aus? Nein. Okay. Macht ihr jetzt zu dritt direkt, oder was? Nein. Ach so. Welcher dieser angegebenen Namen ist kein bekannter unter 10.000 Abonnenten YouTuber? Dima, Halfcast Germany, Gima 1928. Gima 1928. Außenseiter. Gima. Ist richtig. Ja. Wow. Ich freue mich. Also, die Kamera. Lecker. Genießt nicht. Schmackhaft. Ja, war lecker. Du musst ein Video hochladen, damit andere auf deinen Kanal Videos anschauen können. Diese Aussage ist da. Keine ich Ahnung, was weiß ich. Labello war falsch. War. Ja, ich sag, ich gehe wieder. Ganz toll. Viel Spaß. Keine Ahnung, was steht hier? Die ganze ich. Alter. Wie kann man denn. Alter Schwede, wie kann man. Guck, das war echt voll ekelig. Wie kann er das so aushalten? Das ist so ein Stück Brot. Scharf jetzt. Boah, es brennt richtig. Okay. Die erste ist am schlimmsten. Okay. Simon Desio kennst du bestimmt, wenn du öfters mal YouTube bist. Hat er seine Kanalkommentare deaktiviert im Dezember 2010? Wenn ja, warum? Ja, wenn ja, weil, warum? Ja, weil ihn dauernd Leute mit dem 1000-Euro-Verlosungsspiel genervt haben. Ja, das ist. Soll ich darauf antworten? Das ist richtig. 1000 Euro in der Xbox. Ja, stimmt. Das war nicht. Achso, ja doch, ist richtig. Ich hab diesen Satz nie durchgerissen. Ich dachte immer, da steht was mit Rot. Das muss schon richtig sein. Diesmal so gar nicht scharf. Ja, deswegen die erste so schlimm. Als ich vorhin die zwei gegessen hatte, also bei den anderen wirklich ganz bisschen gedacht, aber bei den zwei. Da musst du jetzt auch immer zwei essen. Okay. Okay, kannst du auf deinen Kanal auch Bilder im Hintergrund hochladen? Nein, weiß ich nicht. Ja, sollte man das? Was bringt es? Was sind das für eine Frage? Ne? Ach so. Ja. Ja, also du kannst ja bei YouTube Stories hochladen. Also ich würde ja sagen. Ja, ist richtig. Aber nicht deswegen. Früher hat man doch YouTube ganz anders aufgebaut. Dafür machst du generell so ein Hintergrundbild. Hast du ja keine Ahnung, wo ich bin. Man kann sich ja, warum hast du da nichts Seite gesagt? Ich hab mir gedacht, ja, das wussten wir da. Das ist halt eine alte Frage. Deswegen habe ich so nachgedacht, dann ist zwei. Was ist das für eine Frage? Welchen Punkt gibt es bei der Beschreibung im YouTube-Kanal oder auf YouTube auf deinem Kanal nicht? Land, Name, Datum des letzten Besuches? Datum des letzten Besuchs. Größe oder Schulbildung? Schulbildung. Beide falsch. Größe wäre richtig. Essen wir jetzt beide ein? Ja. Aber wer wechselt dann? Keiner, wir müssen sitzen. Oh, ich krieg da Geist raus. Ja. Oh, ich will nicht. Muss ich echt noch ein? Ja. Ja? Kannst auch zwei. Ich kann's auch lassen. Oh mein Gott. Sarah ist immer nur so die Hälfte und stirbt fast. Ja, schmeckt alles ganz lecker. Ja, ne? Mhm. Kann man öfter machen. Kommentare. Was seid ihr denn für welche? So eine kleine Chili könnt ihr nicht mehr essen. Oh,
Also ich muss sagen, die Chili an sich ist nicht, es ist die Menge. Es ist die Menge. Oh. So nach 15 Stück. Ja, weiter. 15 Stück wahrscheinlich. Ich bin bestimmt weiter? Schon bei 10. Weiter. Kannst du für jemanden, der deinen Kanal aufruft, ein Video automatisch abspielen lassen? Nein, ja, ja. Wie, wer, was? Ja, aber er macht mal. Ah, endlich! Ich will nicht. Da bin ich wieder. Guten Appetit. Danke. Das Ding lächelt mich schon so eklig an, Mann. Ich finde das so eklig. Oh, die ganze? Oh. Noch weiter. Gibt es auch Kanalkommentare? Keine Ahnung, ja, was? Ja. Sie war vorher. Oh. Was sind das für Fragen, bitte? Oh, die esse ich nicht mehr. Ich hab die ganzen Kinder. Ach, dann nehme ich die. Okay. Oh, jetzt muss ich. Oh, oh, lecker. Ja, du trinkst es am Ende. Ja, überall so ein kleinen Schluck. Kerne im Mund nur noch. Oh. Da bin ich wieder. Guck mal, was ist das für eine Frage? Kann YouTube Videospiele ja. spielen? Ja. 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 Du hast gerade. Ja. Was? Mann. Ja. Die ist klein. Oh, ich hätte warten sollen. Nein. Also bei jedem Mal atmen, das ist so richtig vorbei, schade. Reden, du bist nicht mehr. Und ich höre schon so, als würde ich sabbern oder sowas. Wie viele Abonnenten hat Stegi? 4 Millionen. 500.000. Sarah ist näher dran. Er hat 521.000. Alter, das war voll gut von mir. 4 Millionen. Ich hab gedacht, er wäre so fame. Ich hab gedacht, der wäre so richtig fame. Ich weiß, was wir gut als Ende nehmen können. Leon isst einfach so das restliche Glas und trinkt das da raus. Oh, scheiße. Ja. Ich mach jetzt eine Frage, okay? Nee. Wie viele Argumente hat Sarah? Welche YouTuberin hat kein Baby, aber ist nicht schwanger? Bibis Beauty Palace, Paola oder Dagi? Dagi. Dagi. Ja. Ich bin einfach der Beste. Oh, ich habe keine Lust mehr. So habe ich mich vorhin gefühlt. So, das war's. Aber wirklich okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao.